Guten Tag, gute Freunde, Freunde des guten Geschmackes. Ja, ich habe hier gerade was richtig Schönes gesehen. Ich bin gerade in Hamburg und zurzeit ist gerade ein Riesenpott im Hafen. Ja, ein Schiff der Reederei Maersk hat hier heute angelegt oder im Laufe des Tages und bringt eine Menge Container. Ich schätze mal so um die 20.000, 25.000 Stück. Die werden jetzt hier B und entladen. Ja, das Problem ist, das Schiff ist so groß. So groß ist mein Objektiv nicht. Aber ich hoffe, man sieht was. Ich meine, so nah habe ich den Pott jetzt auch nicht gesehen, weil normalerweise liegen die immer viel weiter vorne. Aber dieses Mal liegt der ziemlich weit hinten. Ja. Ich gucke mal, ob ich was kriege für euch. Das sind sogenannte Van Carrier. Die bringen die Container vom Schiff an ihren Stellplatz, wo sie irgendwann wieder abgeholt werden von uns Truckern. Ja, da geht jetzt mal einer hoch. Ja, sieht man so nie so nah, weil wie gesagt, die liegen normalerweise immer weiter vorne, die Schiffe, die großen. Ja, leider kann ich nicht alles sehen, weil hier ist so ein blödes Gebäude davor. Aber man sieht es. Ich werde gleich noch mal von der anderen Seite filmen. Hier ist es sehr laut. Ich denke, man hört das. Ah, guck mal, mein LKW steht da auch. Schön an der Straße geparkt. Falsche Richtung, typisch wieder. Typisch Containerfahrer. Ja, jetzt kommen die da alle, die ganzen Van-Carrier-Fahrer, und warten auf ihren Container bzw. auf ihren Auftrag. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier nach der Reihenfolge geht oder wie sie kommen. Läuft ja heutzutage alles über die EDV, vollautomatisch. Ich finde das sehr interessant, weil ich sehe, da hat das so jetzt aus der Entfernung auch noch nicht gesehen. Ja, nachts ist hier echt immer Halligalli. Ja. Wie gesagt, von drin kommst du da nicht ran. Da dürfen wir auch nicht hin, weil das ist direkt eine Kai-Anlage. Da haben keine LKWs was zu suchen. Nur die Carrier. Ja, ist schon interessant. Ja, ist ein riesen Pott. 300 Meter oder länger. Da sieht man mal, was da für ein Aufwand betrieben wird, um die Container zu B- und Entladen. Ja, das ist Wahnsinn. Interessant. Ich könnte jetzt hier stundenlang filmen, aber es ist dunkel, es ist kalt. Wir haben in Hamburg minus 3 Grad und ich habe einen Termin morgen. Also mit stundenlang filmen ist nichts. Ja, ist interessant, ne? Ja, die bringen jetzt die Container. Wahrscheinlich ist da auch mein Container bei, den ich eben gebracht habe. Ja, der geht jetzt irgendwie aufs Schiff. Und auf die Reise nach Übersee. Ja, wie die Hummeln. Also ich bewundere die Fahrer, dass die nicht aneinander knallen. Wirklich. Also man sieht, wie die fahren teilweise. Okay, die haben nur eine Höchstgeschwindigkeit, ich glaube, von 20 oder 25 km/h. Schneller fahren die Geräte nicht. Aber dafür können die Vollgas in die Kurve, glaube ich, gehen. Ja, ich glaube, die Jungs sitzen da oben auf 13, 14 Meter Höhe. Wir müssen wohl auch ein sehr gutes Augenmaß haben. Ja, da ist jetzt einer hier, der nimmt jetzt einen Container auf. Ja, leider ist da ein Zaun vor. Ich kann leider nicht alles sehen. Wie gesagt, normalerweise kommst du da gar nicht so nah ran. Aber vielleicht sieht man das so ein bisschen. Ja, ist das natürlich. Zack, jetzt hat er ihn gegriffen. Allein die Jungs da oben, die sitzen hier, weiß nicht, 50, 60 Meter Höhe. Obwohl ich weiß, die haben Kameras an diesem Greifer da unten. Also die können schon auf den Millimeter zupacken. Früher ging das nach Augenmaß, nur nach Augenmaß. Ja, schon interessant. Ja, und die Jungs, die machen in einer Schicht, weiß nicht, 3, 6, 7, 8, 9.000 Container. Das ist schon Wahnsinn, was hier abgeht.
Weil Time is Money und Liegeplatz kostet viel, viel Geld. Da schweben sie. Der hat sogar 2,20er aufgepickt. Ja. Klar, er braucht nur einmal rauf und runter fahren. Jetzt geht er da hinten in den Schacht rein, das sieht man leider nicht. So, ich gucke mal, ob ich noch eine andere Position finde. Vielleicht sieht man noch was, die Zeit nehme ich mir jetzt heute mal. Schiff der Reederei Maersk. Leider komme ich nicht weiter ran, weil das andere Seite ist zu dunkel. Deswegen müsst ihr euch mit diesen paar Eindrücken mal zufrieden geben. Aber wie gesagt, das ist ein Riesenteil. Ich glaube so 300, 350 Meter lang. Und 20, 25.000 Container gehen da locker rauf. Wahnsinn. Ja. Ist echt gigantisch. Ja, das sollte es mal gewesen sein. Die nächsten Aufnahmen gibt es wieder im Hellen. In dem Sinne, macht's gut. Keep trucking. Euer Büchsenschubser. Ja, Freunde, ne? Ich habe jetzt überlegt, ich mache jetzt in Zukunft Naturfilme. Ne? Guck mal, schön Naturfilme, da brauchst du nicht viel quatschen. Ne? Ja, wo wir hier sind, verrate ich euch gleich. Hallo Freunde, hier ist euer Büchsenschubser. Heute ist schon Donnerstag. Ja, und für mich ist schon seit oder gleich Wochenende, denn ich habe meine Doppelwoche mit 90 Stunden voll. Das heißt, ich muss früher ins Wochenende gehen, ansonsten kriege ich nächste Woche richtig Probleme. Ja, was habe ich noch zu sagen? Nicht viel. Es ist mega kalt in Willingen im Sauerland, beziehungsweise das ist noch Hessen, der äußerste Zipfel Hessen. Das nächste Dorf ist schon wieder Nordrhein-Westfalen. Und ich habe nicht mehr viel der Woche hinzuzufügen. Ich bin wieder viel gefahren. Ich war in Frankreich. Ich war in Stuttgart, ich war in Hamburg, ich bin jetzt hier unten. Jetzt fahre ich gleich rüber nach Dortmund, gibt diese
komische Büchse da hinten ab und kriege eine neue für Montag mit. Ja, und Montagmorgen bzw. Sonntagnacht geht es ja für mich wieder Richtung Norden auf eine neue Woche mit dem Büchsenschubser. In dem Sinne, schönes Wochenende euch allen. Und es kommt schon wieder ein Auto. Scheiß Autos. Macht's gut. Leute, kennt ihr den? Ja? Da ist er, der Sascha. Wir haben uns mal eben so ganz kurzfristig getroffen. Der Sascha. Richtig, der hat Feierabend, das geht so gar nicht, auch am Donnerstag. Nicht nur das, ich habe Wochenende, weil ich habe meine 90 Stunden vor, aber das habe ich euch ja schon alles erzählt. Ja, das ist nicht schön. Ne? Ich laufe heute Woche. Und der muss noch mal arbeiten. Ja, ab Belgien. Ja, ich nicht. Ich arbeite morgen an meinem LKW. Putzen, schrauben und so weiter und so fort. Aber das werdet ihr alles nächste Woche im nächsten Video sehen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich, habe ich ja auch schon Schluss gemacht. Da müssen wir mal Lampen machen. Ja, ich habe das schon gehört, dass einige sagen, da fehlen irgendwie Nacki-Dai-Lampen oder so. Chicken Lights heißen die, Chicken Lights. Chicken Lights. Ja, kommt noch, kommt noch. Ja, aber im Moment ist das zu kalt zum Schrauben drauf. Ja, das stimmt. Das ist halt einfach so. Es ist zu kalt für alles. Ja. Die Sonne scheint zwar, aber es ist trotzdem gut. Die Sonne ist schön. Ne? Ja. Aber gut. So, in dem Sinne, jetzt sage ich tschüss, schönes Wochenende, bis demnächst. Keep cracking. Der Schmackerhornig, Sascha und hier, euer Büchsenschuster, der Micha. See you later, Alligator. Tschüss. Bye.